geht's dir, Nathalie? Ach, ganz gut soweit. Ja? Ja. War die Fahrt weit? Ja, es ging. Durch das stetige Wachstum der Ersatzproduktbranche greifen auch immer mehr VerbraucherInnen zu sehr überzeugenden Fleischalternativen. Das ist aber bei veganem Käse noch nicht der Fall. Und jetzt kommen wir. Wir machen eine vegane Käsealternative auf der Basis von Sonnenblumenkernen. Ich fand die Idee genial, weil ich selber das Problem habe, dass ich Käse über alles liebe. Und wenn man sich dann von den tierischen Produkten so ein bisschen verabschieden will, gibt es eben gar nicht so viele oder auch gute Alternativen, die man sich auch noch leisten kann. So, ich bereite mich gerade mental auf das Pitchen gleich vor. Ich habe hier schon mein Mikrofon aufgebaut, in das ich gleich sprechen werde. Und ich habe auch das ganze Zimmer ein bisschen dekoriert mit ganz vielen Pflanzen, damit es vielleicht setmäßig ein bisschen spannender aussieht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Aufregung hält sich tatsächlich in Grenzen, weil es halt nur online ist, sag ich mal, und im Real Life ist es dann natürlich immer noch eine ganz andere Sache. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wird bestimmt aufregend und spannend. Genau, und jetzt warte ich, bis ich in den Zoom-Raum reingelassen werde. Hi, ich bin Nathalie. Unser Startup heißt Käsekrake und wir machen vegane Käsealternativen aus Sonnenblumenkernen. Ich lebe schon seit einigen Jahren vegan und seitdem Daniel und ich zusammen wohnen, verließen auch tierische Produkte nach und nach seinen Teller. Und da er ein sehr großer Käseliebhaber ist, kam das Thema veganer Käseersatz halt sehr häufig auf und wir haben gemerkt, es gibt zwei Arten von Käseersatzprodukten. Zum einen einmal die mit sehr schlechten Nährwerten, die preiswert sind, und zum anderen die wir uns absolut nicht leisten können, weil wir Studenten sind, die aus Cashews bestehen. Und warum sollte man generell überhaupt zu Käsealternativen greifen, nicht bei Kuhmilchkäse bleiben? Es ist nun mal so, dass die Massentierhaltung einer der treibenden Gründe für die globale Klimakrise ist. Und allein in Deutschland entstehen ca. 30% der Treibhausgasemissionen in der Ernährung durch die Milchviehhaltung. Und auch aus ethischen Gründen verzichten immer mehr Menschen auf Käse. Ja, und da der Verbraucherin und dem Verbraucher es leichter machen möchten, auf Ersatzprodukte umzusteigen, ohne Abstriche zu machen in Bezug auf Geschmack, Qualität und Preis, bieten wir die Lösung. Eine Käsealternative, beziehungsweise verschiedene Käsealternativen aus Sonnenblumenkernen. Unsere Produkte sind gesund, nachhaltig und vegan und die Besonderheit an unseren Produkten ist, dass wir mit dem Herstellungsverfahren sehr nah an dem von traditionellem Kuhmilchkäse bleiben. Also damit man sich das einmal vorstellen kann, einmal als Beispiel aus unserer Camembert-Herstellung, wir machen eine Sonnenblumenkernmilch, diese legen wir dann mittels spezieller Enzyme dick. Diese dickgelegten Proteine pressen wir dann, reichern sie an mit Fermentationskulturen und Milchsäurebakterien und Weißschimmelkulturen und durch eine wochenlange Reifung entsteht dann ein sehr authentisches Geschmacksprofil ohne den Zusatz von künstlichen Aromastoffen. Und ja, wir bieten die Alternative, die alles vereint. Also wie gesagt, zum einen den authentischen Geschmack durch die traditionelle Reifung, zum anderen eine sehr kurze Inhaltsstoffliste mit Zutaten, die nur absolut notwendig sind, die jeder Verbraucher, jede Verbraucherin auch versteht. Ganz oben mit dabei sind die Sonnenblumenkerne. Diese werden regional angebaut, haben dadurch kurze Transportwege und sind auch günstig im Einkauf. Und nicht nur wir sind überzeugt, sondern wir haben auch schon 350 überzeugte ProdukttesterInnen. Ja, unser Streichkäse wird dabei 2,66 Euro pro 100 Gramm kosten, unser Camembert 2,50 Euro pro 100 Gramm. Wir möchten erstmal mit dem Verkauf lokal hier in Kiel starten, mit Gastronomiebetrieben und Lebensmittelmärkten arbeiten wir schon zusammen, möchten dann Mitte des Jahres expandieren auf den deutschen Unverpacktmarkt und irgendwann perspektivisch 2024 auch in die Supermärkte einziehen. Unsere Zielgruppe dabei sind Personen zwischen 25 und 35 Jahren, die vegan oder flexitarisch leben, ein mittleres Einkommen haben und natürlich auch Interesse an Nachhaltigkeit und gutem, gesunden Essen haben. Wir haben in Deutschland 12 Wettbewerber. Auf der einen Seite haben wir dann wirklich diese gereiften Käsealternativen, die ein ähnliches Herstellungsverfahren haben wie wir, nur dass deren Rohstoff halt Cashewkerne sind. Cashewkerne sind deswegen problematisch. Die werden in Afrika angebaut, werden dann nach Vietnam verschifft, dort werden sie gepellt, nach Deutschland importiert, haben dadurch lange Transportwege und sind zudem auch noch mindestens doppelt so teuer wie unsere Alternativen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Konkurrenz mit denen, die günstig sind, aber sehr schlechte Nährwerte haben. Diese bestehen meistens nur aus modifizierter Stärke und gehärteten Pflanzenfetten, haben dadurch keinen gesundheitlichen Mehrwert, sind in der Bevölkerung bekannt als Analogkäse und ja, die Aromen werden halt auch zugesetzt. Das ist unser Team. Wir sind zu dritt. Daniel und ich machen die Produktentwicklung und das Management. Ich habe da auch ein bisschen Know-how, weil ich Ökologie, also Ernährungswissenschaften, studiere. Und Sika studiert Germanistik und macht daher auch Kommunikation und Marketing. Ja, 2019 wurden 1,22 Milliarden Euro mit veganen und vegetarischen Produkten in Deutschland umgesetzt.
wenn wir mal die ganzen veganen, flexitarisch lebenden Menschen ausklammern, nur die VeganerInnen beleuchten und von denen 1% erreichen würden, hätten wir einen potenziellen Umsatz von 800.000 Euro im Jahr. Und ja, wir haben auch unsere Umsatzprognosen aufgeschlüsselten Quartalen. Wir schätzen einen Umsatz von 15.000 Euro im ersten Jahr, im zweiten Jahr von 43.000 Euro und im dritten Jahr 214.000 Euro. Und nach einem Jahr harter Arbeit sind wir ganz stolz zu verkünden, dass wir im Januar mit dem Launch unseres ersten Produktes, einer Streichkäse-Alternative, auf den Markt gehen. Dann wird eine Camembert-Alternative im Sommer dann folgen, zeitgleich mit der Expandierung auf den deutschlandweiten Markt. Und der nächste Meilenstein nach dem Camembert wird dann eine Schnittkäse-Alternative sein, à la Gouda. Und ich weiß nicht, ob Käseliebhaberinnen unter euch sind, aber wenn ja, wird es euch bestimmt freuen, dass wir auch an einer Blauschimmelkäse-Alternative arbeiten. Das sieht man oben rechts auf der Folie. Da schimmelt es ein bisschen blau. Und das Gute an unserem Herstellungsverfahren ist halt einfach, dass wir dieses Grundkonzept eigentlich auf jede erdenkliche existierende Kuhmilchkäsesorte anwenden können. Und dann können wir eine sehr breite Produktpalette schaffen. Das ist unser persönlicher Anspruch, weil wir finden, dass Alternativprodukte sich nicht wie ein Verzicht anfühlen sollten, sondern wie eine Wahl, die man gerne trifft. Wir wären sehr froh, wenn ihr uns auf diesem Weg begleiten würdet. Hier sind einmal unsere Kontaktdaten. Ja, bis bald auf eurem Brot. Weil jetzt habe ich Hunger. Ich hätte auch eigentlich Produkttests, also Prüppchen mitgebracht, aber geht jetzt ja, schlecht über Zoom. Das ist das Traurigste daran, dass das Finale nicht hier stattfinden kann, dass wir deinen Käse nicht testen können. Ich habe die ganzen 3 Monate drauf gewartet. Wir alle, eine Gelegenheit geben. Super Präse. Also ich fand es mega überzeugend und auch echt schön, schön aufgemacht und super präsentiert. Danke dir. Also von meiner Seite, toller Pitch, wirklich, also muss ich dir sagen, hast du, finde ich, sehr gut gemacht. Ich habe tatsächlich eine Frage nochmal. Warum machen das die anderen nicht aus Sonnenblumenkerne? Also was hält die davon ab, das zu tun? Und weil würde man ja sagen, wäre ja dann irgendwie naheliegend. Es ist so, dass Cashewkerne eigentlich, wenn man sie aufweicht und verarbeitet, einen sehr neutralen Geschmack haben. Wodurch das einfach eine sehr, sehr gute Basis ist eigentlich, auch von der Nährstoffzusammensetzung, um das halt einfach umzusetzen, dieses, sage ich mal, traditionelle Käseverfahren. Bei uns ist es so, wir müssen Umwege gehen. Also wenn wir Sonnenblumenkerne pürieren würden, so wie das die Cashew-Hersteller machen, die machen sich da keine großen Umstände, die machen wirklich einfach nur so eine Cashew-Creme, die sie dann fermentieren, würde unser Produkt beige-grau sein und wirklich sehr stark nach Sonnenblumenkern schmecken. Und wir müssen dann halt einfach, wir stellen halt diese Sonnenblumenkernmilch her, die wir dann in einem zweiten Schritt dicklegen. Also mit eines Enzyms, das ist das Äquivalent zum Lab bei Kuhmilch. Und diesen Schritt gehen die anderen Produzenten halt nicht. Das ist quasi das Besondere an unserem Verfahren. Und dadurch können wir halt wirklich auf die Proteine und auf die Fette in erster Linie zurückgreifen, scheiden unnötige Bitterstoffe zum Beispiel aus und haben dadurch einen neutraleren Geschmack im Endprodukt, ohne dann halt wirklich sehr offensichtlich nach Sonnenblumenkern zu schmecken. Ist das eine IP, die bei euch liegt? Also habt ihr da Patente oder ist es einfach euer Wissen und wie könnt ihr das beschützen? Wir können es leider nicht schützen, weil ich habe mal mit einem Patentanwalt darüber gesprochen, weil es prinzipiell schon Käsealternativen, sage ich mal, aus Sonnenblumenkern wurde schon mal gemacht. Also dass man halt sagt, okay, man hat Sonnenblumenkerne genommen und Hefeflocken, das püriert, das als Parmesanersatz genutzt und das reicht schon, dass man es nicht patentieren kann. Und es gibt halt auch schon Hersteller, die erste Experimente gemacht haben mit diesem Fällungsverfahren, wie wir es haben, zum Beispiel auf Basis von Mandeln. Und deswegen kann man quasi aus diesen 2 Gründen, wenn sie fusioniert sind, einfach schon kein Patent mehr anmelden, leider. Wie macht ihr momentan die Produktion? Wir haben eine kleine Produktionsküche, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir machen das momentan tatsächlich alles alleine. Also das könnte aber skaliert werden? Das könnte skaliert werden, ja. Mit genug Ressourcen. Seid ihr denn schon da mal in Gespräche gegangen mit eben auch möglichen Mitproduzenten? Ne? Das könnt ihr ja nicht selber, die Produktionshallen könnt ihr ja nicht selber bauen. Da braucht ihr ja jemanden, der euch das sozusagen dann, diese Verfahren dann für euch anwendet und letztendlich produziert. Das kannst du ja nicht für die Produktionsküche, ist ja für den Anfang okay, aber wenn ihr sozusagen groß werden wollt, ist es ja keine Möglichkeit. Ja, wir suchen tatsächlich aktuell Lohnproduzenten in Deutschland oder wirklich im Nahen, also bestenfalls in Deutschland eigentlich. Das ist tatsächlich gerade eine Schwierigkeit, die wir haben. Also es gibt aber welche, die das eigentlich können, aber ihr habt gerade Herausforderungen, welche zu finden, weil sie irgendwie ausgebucht sind oder?
Es gibt dieses Verfahren in der Regel, also man müsste schon mit denen auch nochmal sprechen, weil es halt ein recht spezifisches Verfahren ist, weil es so in dieser Größe noch nicht angewendet wird. Also da wird auch schon noch Arbeit drin stecken, da irgendwie einen Mittelweg zu finden und das halt auch wirklich umzusetzen. Und was bräuchtet ihr, um jetzt weiter voranzukommen? Was sind so eure größten Herausforderungen und wo ihr, was ihr euch von externen nochmal oder Investoren erwünschen würdet? Also ja, ein Investment wäre prinzipiell auf jeden Fall auch hilfreich, aber generell vielleicht auch einfach Kontakte zu dieser Lebensmittelindustrie, um halt wirklich eine schnelle Skalierung hinzubekommen. Weil das, also dieses schnelle Skalieren, das bereitet uns tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, inwieweit man das halt mit organischem Wachstum überhaupt hinkriegen kann oder ob man da halt wirklich Unterstützung bräuchte, finanziell zum Beispiel. Aber in welcher Größenordnung denn? Ja, schon so im, ja, so 200, 250.000 kann schon drauf hinauslaufen eigentlich. Und nochmal, sorry, dass ich das nochmal frage, praktisch das Verfahren, ja, auch wenn ihr es nicht patentieren könnt, da habt ihr ja wahrscheinlich ein bisschen rumprobiert und es so leicht nachzumachen ist wahrscheinlich nicht so leicht, also auch wenn es nicht patentiert ist, ist das so, als wenn jemand sich ein bisschen Mühe gibt, dass er es auch sofort genauso gut hinkriegt oder sagt ihr, wir haben da jetzt so lange dran, ne, rumgeprobiert, dass es wirklich schwer ist zu replizieren? Es ist keine Raketenwissenschaft in dem Sinne, dass man sagt, das kann absolut niemals jemand nochmal machen, aber da müsste ja schon das Interesse bestehen, das überhaupt zu verwirklichen. Also ich sag mal, ich bin ja auch noch in meinem Studium und wir haben es hinbekommen, dieses Verfahren zu entwickeln, ohne großartige Forschung, aber wie gesagt, dann muss sich halt auch jemand die Mühe machen, um es dann auch umzusetzen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Käsehersteller. Also das ist ja auch nicht patentiert bei irgendwem. Und wenn man einer der ersten auf dem Markt ist und wenn man eine coole Marke hat, die auch cool gebrandet ist, cool aussieht und irgendwie so einer der ersten ist, der damit halt umherkommt. Genau, aber das, ne? In dem Zeitpunkt, also das ist die Frage, die, wenn die so antwortet, ist es relativ leicht nachzumachen, dann ist halt super wichtig, dass ihr eine absoluten Marketing- und Vertriebsraketen habt. Ja. Und sonst, wenn es ein sehr außergewöhnliches Verfahren ist, dann kann man nur auf diesem Verfahren auch letztendlich teilweise diese ersten Gelder einwerben. Deswegen die Frage. Nathalie, vielleicht kannst du mal kurz nochmal was zu euch sagen zu Kiel. Ihr seid ja super gut in Kiel vernetzt und werdet da auch, wie du selber gesagt hast, schon mittlerweile so ein bisschen als Love Brand gehandelt. Kannst du da mal ein bisschen erklären, wie ihr da jetzt in Kiel schon positioniert seid? Also wir haben tatsächlich recht früh angefangen, auf Instagram eine Seite zu betreiben und haben da sehr schnell sehr viel Support bekommen durch Kiel und Umgebung. Also es kam recht früh auch Hotels zum Beispiel auf uns oder Cafés, die meinen, okay, wir haben erstmal Interesse, euer Produkt zu probieren. Wir würden gerne irgendwie in einer Art Testphase mitmachen. Und wenn es dann soweit ist, würden wir es auch sehr, sehr gerne vertreiben, weil in Kiel ist es irgendwie so, sehr stark ausgeprägt, dass auf Regionalität gesetzt wird und dass der Umweltgedanke und der Nachhaltigkeitsgedanke sehr stark irgendwie in den Köpfen der Menschen hier ist. Und deswegen hat sich das irgendwie so, haben wir so gemerkt, dass sehr viel gutes Feedback kommt und wir halt das Gefühl haben, dass Kiel als Standort für den Anfang, bevor wir wirklich groß und national skalieren können, eigentlich ein perfekter Ort ist. Und wir kriegen oft Nachrichten und so, dass Leute schon freuen, wenn sie es ins Café gehen können. Und wenn wir dann, sollten wir dann auch schon so auf eine Go-to-Market-Strategie quasi umlegen, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt im Januar verkaufen, thematisch passend zum Veganuary, können wir sagen, okay, im Café XY gibt es jetzt unseren Käse, da profitiert das Café davon, weil der Januar der umsatzschwächste Monat im Jahr ist, meistens für die Gastronomen. Und wir freuen uns dann natürlich, dass Leute dann auch unser Produkt dann probieren wollen. Liebe Nathalie, ganz, ganz vielen Dank für deinen Pitch. Wir waren alle sehr, sehr angetan und wie wir schon gesagt haben, hungrig. Wir hatten uns schon nach dem ersten Pitch damals im September ja sehr darauf gefreut, den Prototypen endlich zu probieren. Und wir sind nach wie vor sehr, sehr gespannt. Wir sehen ganz klar den Markt. Wir glauben auch daran, dass es eine weitere Käsealternative geben kann, auf alle Fälle. Und dass ihr mit absolut viel Herzblut dabei seid. Also man sieht eine ganz tolle Entwicklung.
von dir auch ganz persönlich, aber auch in dem ganzen Business-Bereich. Nichtsdestotrotz, wir haben das Thema Patente schon angesprochen, gerade weil es eben vielleicht auch kopierbar ist oder andere geben kann, die das machen können, wird ganz, ganz wichtig das Thema Marketing und Vertrieb sein, ja, und genau auch Business Building. Deswegen glauben wir, dass es unfassbar wichtig sein wird, auch euer Team noch zu erweitern, ja, und dort noch um Experten in dem Bereich aufzubauen, weil ihr damit, glaube ich, ganz wichtig rausgehen müsst. Wir freuen uns drauf, wir sind gespannt, wir vernetzen euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe es schon gesagt, es war ein super Pitch. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass ich dir anbieten kann, auch mit mir persönlich oder unserem Female Investors Network noch ein weiteres Medien- und Pitch-Training. Also Pitch sowieso, aber eben natürlich auch Thema Medien. Ja, wie kann man das Ganze noch weiter ausweiten? Wie kann man auch da zum Markenbuilding beitragen? Darüber hinaus möchte ich dich aber auch sehr, sehr gerne vernetzen mit Growth Doc, also einem Business Builder für Very Early Stage Startups im Food-Bereich. Ich glaube, ein sehr spannender Kontakt. Du hattest es aber auch schon angesprochen oder beziehungsweise Vicky hatte es schon angesprochen. Ihr seid schon eine Love Brand in Kiel und ich als Schleswig-Holsteinerin möchte natürlich alles dazu beitragen, dass ihr auch nach Flensburg weiterkommt. Also deswegen werde ich euch und dich sehr, sehr gern auch an die Gastronomen in Flensburg vernetzen, die ich kenne oder wo ich früher selbst gearbeitet habe. Genauso wie an Dr. Kirsten Mickelsen vom Entrepreneurship Center der Uni Flensburg dort. Ich glaube, das wird ein wichtiger Bereich. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich über Weihnachten und Neujahr in Flensburg und im Norden bin und hoffe dann vielleicht mal zu probieren. Krass, vielen Dank. Und vielen Dank für dieses nette Feedback. Mega. Freut mich total.